Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tech-Tech-Box von Diloman. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tech-Tech von Diloman, so sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, ursprünglich ja für den 2. März angekündigt, ist das Ganze jetzt am 23. März erschienen. Wir haben hier eine weiße Box, beziehungsweise hellgraue Box mit so Verwischungen, sieht aus wie so eine dreckige Wand oder wie so eine verwaschene Wand. Und dann haben wir hier einen goldenen Rahmen, hier der Verbraucherhinweis auf Englisch in Gold. Und dann haben wir hier zur Hälfte das Gesicht des Interpreten, in dem Fall Diloman, zu sehen. Ansonsten alles in dieser weiß-grau Optik. Hier links nochmals ein goldener Rahmen, Diloman Tech Tech. Limited Fanbox lesen wir hier auf der Rückseite. Und dann haben wir hier aufgeklebt einen Barcode und hier die Credits zum Album. Gut, es ist eine reguläre Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze hier an der Seite auf und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, das Album an sich im Super Jewel Case, 1, 2, 3 Sticker und ein Poster. Die Box von innen glatt weiß, packen wir mal wieder zur Seite und dann starten wir auch direkt mit dem Album. Auch dieses hier wieder verschweißt. So. So sieht das aus, wie auch schon das Cover der Box, allerdings hier mit dem Zusatz Diloman Tech Tech. Auch hier wieder in Gold, goldener Rahmen, goldene Schrift, goldener Verbraucherhinweis. Ansonsten wieder in dieser schwarz-weiß Optik. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Diloman Tech Tech. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 12 Stück an der Zahl. Wir haben jede Menge Features. Und zwar haben wir Features von Kalash 44, Kurdo, Gringo, Acero und Shipta. Acero und Contra K. Also jede Menge Features auf 12 Tracks. Dann haben wir 10 Instrumentals. Das dürfte daran liegen, ich gehe mal stark davon aus, eventuell, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es in das Album noch nicht reingehört, bis auf die Videoskopplungen, aber ich gehe mal davon aus, nachdem hier keine Skits angeführt sind, vom Titel her, aber dass eventuell das Intro, ja, oh, hier steht es ja, dass das Intro und das Outro hier nicht dabei sind, genau. Also es endet hier mit Tiger und beginnt hier mit Tech Tech, also genau, hier haben wir das Intro und Outro, fallen bei den Instrumentals weg. Das dürften wohl gesprochene Intro oder Outro sein und keine Beats beinhalten. Gut, Diloman Tech Tech, auch hier wieder ein Barcode. Schauen wir mal hinein. So, das Booklet. Wir haben hier den Künstler abgebildet und dann hier die ersten 6 Tracks inklusive Infos. Wer hat produziert, wer wurde gefeatured. Hier haben wir auch zur Abwechslung mal farbige Fotografien. Was haben wir hier? Fotos und dann die Credits. Okay, also die Credits an die Beatproduzenten bzw. die Leute, die gefeatured wurden. Dann die letzten 6 Tracks. Hier Aufnahmen von der Straße Berlins. Und auch hier nochmal diese schwarz-weiß, diese verwaschene Wandoptik. Okay, es ist das Debütalbum von Diloman. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bis zu diesem Album wenig bis gar nichts von dem Mann gehört. Das ist die Album-CD, so sieht die aus. Und dahinter haben wir dann die Instrumental-CD.
diese in Grau gehalten. Also auch hier lesen wir Diloman Tech Tech in Klammer Bonus, also gar nicht Instrumentals, sondern Bonus. Aber hier werden wohl die Instrumentals drauf sein. Und am Ende haben wir hier auch nochmal Diloman Tech Tech. So, dann haben wir Sticker, drei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier im Querformat, weißer Schriftzug Diloman. Dann haben wir diesen hier, also klassisches Cover, in dem Fall quadratisch. Und dann diesen hier, ebenfalls quadratisch, Tech Tech. Wir haben ein Poster im Hochformat. Und auch hier wieder das Coverbild, Diloman hier zur Hälfte zu sehen. Darunter steht Tech Tech. Und auch hier wieder der Verbraucherhinweis mit auf dem Poster. Spannend. Aha. Das würde mich... Das ist auch spannend. Das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Wenn wir uns das hier ansehen, hier steht gar nicht der eigentliche Hinweis von wegen explicit Content darunter, sondern hier steht Parental Advisory by LaV Designs. Und ich dachte jetzt, okay, das ist vielleicht nur beim Poster, aber wie ich jetzt gerade festgestellt habe, ist die Frage, ob man das hier lesen kann, es steht ebenfalls hier und auch auf dem regulären Cover, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich habe bis jetzt da angenommen, dass hier Explicit Content steht, aber das ist anscheinend einfach nur so ein, ja, so eine eigene Kreation dieses Logos, LaV Designs. Okay, spannend, habe ich in der Form noch nie gesehen. Das Poster im Hochformat auf der Rückseite weiß, also einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir dann noch ein Shirt. Das Shirt klassisch in weiß mit schwarzem Aufdruck. Hier lesen wir Tech Tech, Rückseite blank. Und wir haben hier ein Fruit of the Loom Original Tee in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße Shirt und unten im Bauchbereich dann den schwarzen Schriftzug Tag Tag, Brustbereich blankweiß. Auf jeden Fall interessant, also ich kenne das meistens, dass man dann eher den Brustbereich beschriftet und den Bauchbereich freilässt, in dem Fall genau umgekehrt. Vom Design her relativ simpel gehalten und ich muss ganz ehrlich sagen, so vom Shirt her würde ich das eher nicht anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann die drei Sticker, zwei quadratisch, einer im Querformat. Das Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich, inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Tech Tech von Diloman. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Diloman unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.